So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Und zwar müssen wir jetzt ja noch für diesen verkackten Slain der Hirten einen Steuermann besorgen, weil da ist doof dazu. Aber bevor wir das machen, gehe ich hier den Menübildschirm raus, weil wir müssen nämlich erstmal wieder in der Hand drücken. Und zwar unseren Säbelrufer. So. Das Problem ist jetzt, dass das ja eine Stunde dauern kann, weil wir müssen da jetzt zu diesem Morgen rein und also Sie sehen, man, da sitzt da drinnen in der Kneipe und dann fordert er einen sozusagen zu einem Wettkampf auf und erst dann ist er bereit mit einem mitzumachen. Der Wettkampf, der besteht aus einem ganz normalen Festkampf, dann aus so einem Pistolenschießen Kack hier. Und also so ein Mohrenschießen mit der Pistole und aus Saufen, wie wir es dann schon mal in Takarigua hatten. Okay. So. Und gerade die Sache mit dem Pistolenschießen, das kann sich da wirklich ewig bei mir hinziehen. Deswegen beende ich jetzt erstmal hier kurz die Aufnahme und wir sehen uns dann wieder an diesem Bildschirm. Also ihr seht, ihr kriegt es ja nicht mit, für euch ist es bloß ein kurzes Klack und dann bin ich wieder da. Also ich werde das jetzt offline machen oder offscreen machen, okay, weil das hat keinen Zweck, das kann ewig in 3 Tage dauern. Also bis später. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe natürlich diesen Festkampf gewonnen und dann habe ich ihn beim Saufen unter den Tisch gesoffen und beim Pistolenschießen, das ging natürlich wieder mal voll in die Hose und habe auch dadurch den Wettkampf trotzdem gewonnen. Der hat angeheuert und batscht jetzt aufs Schiff drauf und wir können hier ganz normal weitermachen. Ja, ja, wie gesagt, das hätte sich jetzt auch länger hinziehen können und das wäre dann blöd gewesen. Wir wollen jetzt die Stierten unsere Zeit damit vergeuden, dass wir die ganze Zeit irgendwelche Quatsch da hier blödsinnische Dinger machen. So, Schiffsausrüstung, Slain braucht eine Kanone. Na, hat er doch. Verhängt, wenn ich dafür sorge. So. Ach so, gut. Das müsste eigentlich alles jetzt schon gemacht sein. Deswegen machen wir uns jetzt hier vom Acker. Wir lassen den Slain jetzt einfach erstmal da hängen. Und werden uns jetzt als nächstes erstmal... falscher Mann. Oder das war falsche Frau. Ach, Moment mal. Genau. Oder den nochmal wieder ein bisschen mit dem Arsch gucken hier. Ja, nice. Wir werden uns jetzt erstmal nach Takarigua machen. Was? Slain hat ganz schön Ärger mit dem Admiral. Und weiter? Was geschieht jetzt? Slain will uns zu seinem Blutopfer durchführen. Der soll sich auf einer anderen Insel befinden. Das hört sich doch gut an. Ja, aber ohne Schiffsausrüstung kann er nicht ablegen. Dann beeil dich und besorg den Kram. Ich will hier keine Wurzeln schlagen. Okay. So, Zeit, neuen Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Machen wir uns mal auf nach die Antigua sind wir ja, Takarigua zum Buß. Denn da haben wir ja noch eine Quest offen. Dass wir das erstmal erledigen. So. Ausfahrt, halt wieder mit Flimmern hier. Brechen wir ab, ja. Dauert mir sonst zu lange. Kann man auch gleich ein bisschen plündern auf Takarigua. Gibt es ja noch ein bisschen was zu holen. Hier noch ein paar Truhen. Mal sehen, wie viele mir noch einfallen. Ach, wieder mal bei Nacht. Bei Nacht und Nebel laufen wir in Takarigua ein. Ach, sieht das schön aus. Herrlich. So richtig romantisch. Gut, das müsste ich mir jetzt erstmal angucken. So, hüpfe ich mal schnell runter. Na gut. Wobei ich kann sehr gespräch quatschen. Fatty, komm mit, ich will erstmal ins Bett. Komm mit. Gut. So. Nicht was ihr denkt. Ich will erstmal nur ein bisschen bis zum Morgen schlafen. Dass es nicht so finster hier ist. So. Okay. Hallo, Shani. Ach, ist eigentlich, ach, hier gucke unser
Dings ist ja da auch hier, gell? Der Lufttempel ist die Quelle der Gargoyles. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Na ja, bleib nur mal ganz unruhig, Alter. Aber schön ist, dass sie dieselben Stimmen genommen haben. So, ab zum Buß. Buß. Ach ja. Hallo, Buß. Spencer braucht seine Lieferung rum. Spencer braucht deine Lieferung rum. Er schickt mich, um sie abzuholen. Ach, der alte Narr hat jemand gefunden, der für ihn übers Meer schippert. Naja, ein Piratennest ohne Rum ist kein richtiges Piratennest. Da sagst du was Wahres. Wo soll ich die Lieferung hinbringen lassen? Lass sie auf mein Schiff bringen. Den Rest erledige ich schon. Gut. Dann bestellt Spencer, er soll das nächste Mal nicht alles auf einmal trinken. So, den Kuchen ich brauche mehr rum. Natürlich. So, ein bisschen Krog will ich mal haben. Hat so 6, naja, egal. So, Bloody Mary, Zucker, da brauchen wir alles nicht. Ach, den Handspiegel. Was hat denn der Handspiegel gemacht? Ach, ich weiß nicht mehr, was der Handspiegel gemacht hat. Will ich den kaufen jetzt? Haben wir genug? 2000? Ach, Herr damit, komm, sag, erledigt, dass er weg. So, Rocklo plus Kikifax, der Handspiegel. Irgendwas Voodoo-Scheiß oder irgendein Kiki, glaube ich. Gucken wir mal rein. Vielleicht bringt er ja doch irgendwas. Sammlung, Handspiegel, was bringt er einen? Naja, Silberzunge hier, so ein Käse. Hust ich doch mal irgendeinen Käse. Aber egal. So, ich weiß jetzt gar nicht, war hier hinten noch irgendwas, was wir gebrauchen konnten? Ne, die waren nicht mehr zu knacken, gell? Ja, du kannst nicht mehr Fuß. Da hat sich kleine Machete. So, wo hat man jetzt, wo hatten wir jetzt überall Truhen? Sieh zu, dass du Land gewinnst! Naja, bleiben wir ganz. Hä? Wieso? Ist da jetzt nicht so böse geworden, weil ich hineingegangen bin? Na hallo. Normalerweise sind wir nicht so knatsch. Und zwar haben wir eine Truhe hier. Eine Truhe hier. Gehen wir erstmal hier rauf. Okay. Tschakka. So, das müsste jetzt hier unten sein. Komm, Patty, mein Schatz. Da haben wir eine. Ich weiß gar nicht, wie die war. Irgendwas. Oh, was ist denn da oben? Noch eine. Total übersehen hier. Goldklee. Oder nachgewachsen. Kann natürlich auch sein. Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass sie nachwachsen an irgendwelchen Stellen. So, ja, genau. Ein Baum in der Gegend, du rammelst dagegen, du Trottel. So, welche war das jetzt? Ach, die große, schätzungsweise. Oh, die war 90! 90, so weit kommen wir leider noch nicht. Wir kommen auf maximal. Verflixt. Ah, da fehlt uns noch dieses edle Ding, gell? Wir kommen auf maximal Talente 65. Da haben wir ja jetzt schon. Was haben wir da schon um? Dass wir auf 65 kommen. Nochmal gucken im Inventar. Das Amulett haben wir um. Ja, klar. Das Amulett. Das Diebesamulett haben wir um. Bringt das eigentlich gar nichts. Das Diebesamulett haben wir um. Mit dem Ring kommen wir auf 80. Blöd gelaufen. Und mit benutzbares Trank des Diebes. Ach, so eine Kacke. Kommen wir auf maximal 9. Okay? So was Blödes. Kommen wir auf maximal 89. Na, das ist natürlich bescheuert. Das kotzt mich an. Na gut. Kann man machen nichts, muss man gucken zu. Fehlt es noch einen Punkt. Weit und breit nicht eine Nordenkappe zu finden. Oder zumindest noch nicht. Na gut, müssen wir halt später nochmal hierher. Machen wir uns jetzt auf. Ach so, wir könnten eigentlich mal unseren Kollegen hier rufen. Ach Quatsch, du sollst nicht damit zuhauen. Komm, Alter. Tschakka. Okay. Da ist er wieder. So, steck das Ding weg hier. Wo geht das wohl jetzt? Der kürzeste Weg. Ja, müssen wir auf jeden Fall hier lang. Hier lang. So, Fiesters dürfte es ja keine mehr groß geben. Wir haben ja alle platt gemacht. Bis auf das Krokodil.
bin ich mal gespannt, ob das Krokodil, was da, oder der Alligator, eine Wildsau. Guck mal. Ach so, das kann sein, dass das ganze Viehzeug jetzt wieder da ist. Das kann ja lustig werden. Ja, da klopfen wir trotzdem nicht mit dem Viehzeug jetzt rum. Hier, Schwein doch. Komm her, ein das Maul. Ah, gut. Ich hoffe nur, dass die Dings nicht mehr da sind, die Ghouls. Das wäre dann schon ein bisschen lästig. Jetzt müssen wir zwischenspeichern. Die Krabben, na gut, können wir uns Punkte holen. Wie sieht es eigentlich mit Punkten aus? Moment mal. Moment mal. Charakter. Attribute. Na komm, hier, da machen wir Gerissenheit. Tschakka. Und schon haben wir die 5 Punkte, die uns noch fehlen. Das nächste würde 15.000 kosten. Wie sieht es denn hier mit den Klingen aus? Das sind wir auf 6, würde 8.000 kosten. Härte könnten wir mal noch ein bisschen. Naja gut, wir heben es halt nochmal auf. So. Haha, damit können wir die neuen Schatulen knacken. Hehehe. Wunderbar. It's wonderful. So, wo waren die jetzt? Die war doch hier drüben irgendwo, gell? Ja. Und zwar hier müsste die sein. Schauen wir mal hin. Hier, was hier rumschleicht, das sehe ich doch schon wieder so verkackt. Verkackten Sandläufer. Tschakka. Das bringt er. Naja, hier noch so ein. So ein Dings hier, so ein Mistvieh hier. Jetzt bitte. Krabbenkopf hier. So. Auge erhalten. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob die Ghouls wieder da sind. Ne, ein Krokodil ist dafür da. Na gut. Hallo Kroko. Zusammen packen wir das. So, jetzt ist es wieder drin. Gut gemacht. Wo ist denn unser. Hallo? Alligator? Wo ist denn unser Ding? Hat er sich verirrt oder was, der Kollege? Der Stahlbart hat sich scheinbar verirrt hier irgendwo. So, okay. Ah, siehst du, das ist ja auch eine 90er. Na, wunderbar. Da gehen wir jetzt mal rein. Nehmen Ausrüstung, Ring der Gier. Sind wir auf 85. Und schlucken wir noch einen Trank des Diebes. Was haben wir hier eigentlich? War die hier irgendwo schon mit drauf? Ne, gell? Was ist denn das hier? Das ist, als wenn du drüber gehst, nicht schließt, was es ist. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das, was war denn das hier? Ach, Trank der Klingen war das. 6. Mhm. Trank des Diebes. Und knacken. Hehe. Na ja, das kann ja heiter werden. Oh, mal gucken. Okay, da nicht. Nee. Da auch nicht. Aha. 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 Ach, shit. Doch ganz bis ganz runter. Kein Schloss ist vor mir sicher. So, was haben wir hier denn? Ein Schädelohrring. Einschüchtert, na gut. Bisschen rum, Krog, Kuchel, Schwertklinge, Königsschwert. Mhm. Und Gold. Ja, damit. So. Jetzt haben wir die Schwertklinge vom Königsschwert. Fehlt uns der Schaft für dieses Ding. So, was haben wir jetzt hier noch? Ja, wir könnten jetzt hier noch ein bisschen Viehzeug platt machen. Aber müssen wir das jetzt wirklich haben? Eigentlich nicht. Denn die wichtigsten Sachen können wir jetzt machen.
Wobei, das eine Krokodil würde ich gerne noch hier plätten. Das hier denn eigentlich an der Stelle ist. Sag mal, wo ist denn der Dings hin? Da muss ich irgendwie vor Ort haben, der Kollege. Da. So, wo war das jetzt? Hier, irgendwo muss es sein. Hier eigentlich, hä? Ich bin bei dir. Ja, warte. Hey. Ach, warte mal, die Karte ist immer hier. Nicht schlecht. Ich will das Krokodil jetzt töten, was hier noch rumrammeln muss. Wo ist es? Wo ist der Krokofan? So. Das war hier irgendwo. Ach, da ist es. Da ist es, das Mistvieh. Zum Betty, leg dich mal mit an. Ich helfe dir. So, schön von dir. Ich komme. Du bist kein Gegner mehr, du Mistvieh. So, na? Ich will dich plündern. So. Entschuldigt. Ja, ich glaube, ich habe mich heute ein bisschen erkältet. Okay. So, wo laufe ich jetzt in die richtige Richtung? Ja. So. Können wir uns auch da oben die Ruhe vornehmen. So. Na komm. Ach, jetzt kommt unser Stahlpartner. Sag mal, wo hast du denn dich vor Ort, Kollege? Also jetzt ist was geslidet, habt ihr das gerade gesehen? Das sah ja lustig aus. Ach, hier oben in diesen komischerweise bleiben die Patty ist ja auch schon hier drinnen hängen geblieben, gell? Bleiben die dann jedes Mal da oben drinnen hängen. Kommt jetzt wer. Nicht, dass er euch hier wieder vor Ort. Ja, aber das ist trotzdem, gefällt mir trotzdem sehr gut, dass diese Viecher dann wieder ein bisschen respawnen, weil man kann dann doch mal noch die Punkte sammeln, die man braucht, um irgendwas zu skillen. Der auch hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ja sämtliche Blüten, sämtliche Pflanzen aufgesammelt hatte. Also da habe ich doch später übersteht und nicht so Pulvermohn hier. Na, ich hoffe, dass du durchzulaufen. Ja. Also knacken wir die Truhe jetzt auch noch. Ich weiß nicht, haben wir noch, wie viel haben wir noch von diesen Dingern? Wir haben vier Tränke haben wir insgesamt. 85. Wir haben insgesamt vier Tränke. Noch, das heißt, müssen wir erstmal die Truhe knacken. Noch eins? Ja. Klingt gut. So, drei von der Sorte, könnte man eventuell noch ein paar Tränke kaufen. So, Silberpokal, Schrot, also echt mal eine 90er Truhe, gell? Also das ist wirklich, das empfinde ich dann schon irgendwo ein bisschen als Frechheit, gell? Eine 90er Truhe und dann so ein Scheiß da dran. Da gebe ich ja mehr Geld aus für den Trank, den ich mir holen muss. So, ja, da werden wir auch gleich mal, nee, Quatsch, wo ist denn das verkackte, ach nee, das war ja, ach so, nee, das, den müssen wir ja in Dings holen. Den müssen wir ja in an der Schwertküste holen. Mm. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo hier noch eine Truhe gewesen ist. Na, hier unten drin, ja. Na gut, machen wir hier rein in das Kaff. Und verdreschen mal die Idioten, denn die werden wir jetzt... Moment mal. Ne, Quatsch, auf der Seite. Die werden wir jetzt verdreschen müssen. So, ich speichere mal zwischen, nicht, dass es Ärger gibt. So. Kommt hier rein, ihr solchen. Okay. Jetzt nicht. Raus hier. Nicht.
Kann ich wirklich ein Feld knacken? Ja, da sollte sich wieder rumärschern, da knacke ich eine Weile hier. So, Nummer 1. Goldbrocken. So, war hier drüben noch was? Ja. So. Okay. Trank der Täuschung. Hier noch irgendwas. Ach, Bogan. Da stand hier noch rum. Haben wir ganz übersehen. Bei der ersten Plünderaktion. So. Die liegen ja jetzt hier rum, die Brüder. Halt. Oberfisch, haben wir auch mit, Pokal. Die hatten wir schon. So, hier gibt es nichts für dich zu holen. Ach, halt die Fresse, du Arschloch. Ruhe knacken. Hey. So, was hast du versteckt, die Fuego? Na. Nach hinten oder nach vorne? Ja, nach vorne. Okay. So, was haben wir hier? Zirbelkal, Müll. Du Drecksack! Ja, leck mich am Arsch. Arschloch. So. Okay, jetzt müssen wir die Hütte komplett geplündert haben. So, War hier noch irgendwo was? Ne, ich glaube, hier war kein Ding mehr, keine Truhe mehr oder sowas. Zumindest fällt mir keine mehr ein. Moment, ich überleg nochmal. Hier, die hatten wir, hier hinten war gar nichts. Die hatten wir gehabt. Ach hier, beim Turm, beim Jacks Turm. War das bei Jacks Turm noch eine drin? Hallo, Alter? Ah, hier war noch eine drin. Die wir damals nicht knacken konnten, weil wir noch zu schwach waren. Oh, die war bloß 35, das ist ja merkwürdig. Krummsäbel, ach guck mal, noch Ring des Diebes. Krog, Kuchel, Gold, hat sich gelohnt, Sache erledigt. Halt, was war hier denn drüben? Ne, ist bettlos. So, cool, hat man schon gelesen. So, den hatten wir also auch. Ich weiß es nicht, war in Vascos Turm noch was drin? Mei. Ach, da war nichts mehr drin, oder? Doch, da wäre schon noch eine 30 Truhe. Na gut, wir waren lange nicht mehr da. In Takarigua. Deswegen haben wir die kleinen Truhen auch nicht knacken können. So, bisschen Kram, bisschen Rotz. So, okay. Benimm dich hier. Nee, ich benehme mich schon, keine Angst. Das haben wir auch erledigt. Aha, hier war überhaupt nichts Truhenmäßiges. Also, mir fällt jetzt ehrlich gesagt keine mehr ein, die wir jetzt noch hier hätten. Ich dachte, wir haben sie jetzt wirklich alle gefunden. Wenn nicht und ihr wisst noch eine, dann sagt mir Bescheid. So, okay. Achso, können wir eigentlich wieder zurück zum Schiff. Ja. So. Und setzen Kurs auf... Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Ja, wohin? Hat man ja eigentlich... Ach so, da kommen wir erst später hin. Auf der Insel der Toten. Ach, hier ist die Sturminsel, guck an. Na guck mal, ich habe gar keine Gargels hier auf Takarigua gesehen jetzt gerade. Entweder sind da keine, oder wir müssen da noch später nochmal hin. So, wir könnten erstmal nach Caldera. Ja, auf nach Caldera. Ich weiß nicht, war da noch was unten in dieser... Ja, komm, hier brech mal ab. War da noch was unten in dieser Kristallfestung drin? Oben beim Dings war auf jeden Fall noch was. Ach nee, das war ja in... Ach, wo war das jetzt wieder? Ach nee, wir müssen ja auf die Sturminsel, da ist ja noch was, genau. Caldera müssen wir doch erst später eigentlich hin. Ja, wir fahren trotzdem mal hin, ja, genau. So, okay. Hauen wir uns aber erstmal ins Bett. Wenn du das bei Nacht in der Gegend rumzuschleichen. Hier, Bett ist nicht zu sehen, aber da ist es trotzdem. Legen wir uns halt in die Luft. So, komm doch auf, Alter. Hier wird nicht so lange gepennt. Wir essen fertig. So,
Kommst du mit bei dir? Ich brauch dich zwar nicht, komm, aber mit. Das ist hier wieder texturlos. Ei! Was war denn das jetzt gerade? Also Textur gesponnen. Sah ja merkwürdig aus. So. War hier noch was bei dem drinnen? Was wir noch nicht knacken konnten. Aha, eine Kiste. Also die schleicht uns jetzt nicht hinterher. Ich weiß nicht, ob da oben noch was gewesen war. Deswegen werden wir uns mal hier raufschleichen. Ah, eine Tür. Kann sein, dass wir die Tür nicht knacken konnten. Na, die konnten wir noch nicht knacken. Also. Zaka. Okay. So, ja, machen wir auf das Ding. Aber bevor wir reingehen, muss ich mir mal schnell eine Zigarette stoppen, Leute. Leider habe ich das vorhin ja irgendwie vergessen. Und muss jetzt also logischerweise das nachholen. Aber damit könnt ihr leben, wenn ich spule halt diese 20 Sekunden vor. Und geht aber eigentlich jetzt schon weiter. So, noch ein Stück Kaffee, weil die Kusche trocken ist. So ist das nun mal mit den Rauchern. Wenn es stört, Pech gehabt. Oh. Warte. Zäh. So, oh, zwei Kisten. Zwei Kisten haben wir hier sogar. Denn in die Stadt kommen wir ja sowieso nicht rein. Wir kommen ja nachher nochmal in die Stadt rein. Was? Funkelnder Goldring? Ja, bringt nichts. Aber dreimal rum da wäre ich ihn, guck an. Okay, knacken wir mal hier. So, noch das Schöne haben. Na, da ist der Rische. So. Ich liebe dieses Knacksystem hier. Federn, guck an. 10 Stück. Krog, 5-mal, was, Kuchen? Ne, Kuchen brauchen wir. 250 Gold habe ich schon, guck her. Hat er ganz schön hier gebunkert, der Kollege. So, hier war nichts weiter. Da oben auch nichts. Oh, komm, das dauert nicht so lange. Kurz halt ein bisschen rum. Oh, ja, raus hier! Ja, ja, ich geh doch schon Arschloch. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Boah, Typen wie mich wirst du auch nicht wiedersehen, weil nichts mehr da ist, was man dir klauen kann, du Vollidiot. So, ich will mal den Strand hier runter. Ach, hier ist ein Läufer. Eins aus Mario mit Spiefer. Gut gemacht. Das ist doch Sandteufel. Ich sag mal Sandläufer. Mann. So, die war leer. Hier war nicht. Oh, will, was willst du mir helfen? Die sind bloß noch. Ach hier, guck mal, eine Krabbe. Ich bin bei dir. Was sieht das mal aus? Ja, komm. Alter. Ja, du. Salat. Das war's. Ja, mit deinen Ohren. So. Hatten wir hier noch irgendwas? Zusammen packen wir das. Was? Packen wir was zusammen. Und aus dem Maul gibt's hier. Mistviecher. Schaka. Bringt Geld und Dings hier. So, gucken wir mal hier rein. War hier noch irgendwas drin? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob hier noch was drin war zu holen, war, was wir noch holen mussten. Dort Kochmacher. Moment mal. War hier nicht irgendwo der Schatz vergraben? Hä? Mach mal eine Fackel an, ich sehe nichts. War hier nicht gleich am Anfang der Schatz drin? Diese Dings drin hier? Das ist ja jetzt merkwürdig. Da hat man doch auch. Und jetzt? Die Fackel ausgegangen wieder. Hier ist was los. Das gespritzt Patty oder was?
Na, sag mal, ich bin nicht bescheuert. Wir haben doch hier einen Schatz ausgegraben. Das Kreuz ist aber nicht mehr da. Das ist ja merkwürdig. Eisenerz irgendwie. Ach so, genau. War da ja auch was erzmäßig was an der Wand. Ach, Patty, du rammelst hier durch die Wände durch. Na, was ist denn hier los? Nee, erzmäßig war hier auch nichts an der Wand, gell? Das macht mich jetzt richtig kirre mit diesen... mit der Truhe, die eigentlich hier sein müsste. Ich weiß, wir haben das raus. Ich glaube, war irgendwas, hatte ich eine Haarbürste oder was haben wir da rausgeholt? Was war das jetzt? Logbuch? Nee, Quatsch. Charaktersammlung. Schrumpfkopf, falsche Gedanken, Haken. Ach, ich weiß nicht mehr. Oder doch nicht? Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es sehr merkwürdig. Nicht, dass wir irgendwann mal ein Buch gelesen haben. Aber ich hätte schwören können, dass ich das schon rausgeholt habe. Okay, egal. Und ich finde nur das auf jeden Fall noch. Müssen wir halt doch noch mal die Bücher angucken. Ich weiß bloß nicht mal, wo ich das gefunden hatte, das Buch. So. Hier war jetzt, war hier noch was zum Klauen? So, da lässt uns ja eh nicht raus. War hier oben noch irgendwas? Keiner da, okay. Ach ja, der ist ja nicht mehr da. Der ist ja mittlerweile abgereist. Der Kleine hier, der uns das Geld gegeben hatte. 50 mal Gold, hat sich nicht gelohnt. Kacke Husten. So, jetzt noch mal mit dem Carlos. Du bist zurück. Und? War deine Suche erfolgreich? Mehr als das. Ich habe die Waffe, hinter der Stahlbart her war. Stahlbart ist tot. Aber bevor er starb, hat er mir verraten, dass diese Waffe nur eine von vieren ist, die wir brauchen, um Mara selbst zur Strecke zu bringen. Dann bist du hier in großer Gefahr. Warum? Weil der Hohe Rat gerade dabei ist, ein Friedensabkommen mit Mara zu schließen. So. Worin besteht das Abkommen? Das Abkommen besteht darin, dass wir ihr alle magischen Artefakte ausliefern, die uns in die Hände fallen. Im Gegenzug verspricht sie uns freies Geleit nach Arborea. Die Narren scheinen ihr das zu glauben. Die haben sogar Sebastiano beauftragt, dir das Artefakt abzunehmen. Er hat es versucht. Das dachte ich mir, als ich sah, mit welchem Schiff du in den Hafen eingelaufen bist. Aber am besten, du erzählst mir gar nicht erst, wie du an die Black Betty gekommen bist. Ich bin mir sicher, du hast für unsere Sache gehandelt. Wie konnte es nur so weit kommen? Von den 5 Mitgliedern des Hohen Rates sind es im Wesentlichen 2, die die Entscheidungen beeinflussen. Zum einen ist das Maurigato, der Vertreter der Handelsgilde. Und zum anderen Kommandant Corrientes, der Vertreter der Protektoren. Aber Corrientes ist zurzeit nicht hier, also hat Maurigato das Sagen. Als Maras Bote hier ankam, hat Maurigato ihn sogar persönlich empfangen. Wer war der Bote? Der Piratenkapitän Garcia. Er und seine Leute haben sich anscheinend mit Mara verbündet. Er kam unter der weißen Flagge in den Hafen gesegelt. Warum ist Corrientes nicht hier? Er ist zu einer Expedition nach Arborea aufgebrochen. Das war kurz nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Erzähl mir mehr über Maurigato. Maurigato ist zurzeit der mächtigste Mann in Caldera. Er wird alles tun, was ihm und seiner Handelsgilde zum Vorteil gereicht. Ich bin auf der Suche nach Garcia. Warum? Weil er eine der 4 Waffen hat. Garcia hat sich eine Zeit lang in Caldera aufgehalten, bevor er wieder gefahren ist. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber er hat gewiss Spuren hinterlassen, aus denen du schließen kannst, wohin er gefahren ist. Ich muss nach Caldera. Sehe ich auch so. Fang am besten bei Maurigato an. Der hatte auf jeden Fall mit Garcia zu tun. Die Wache wird das Tor für dich öffnen. Sei vorsichtig da drin. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Zugang zur Stadt. Und werden auch mal... Mach das Tor auf. Befehl von Carlos.
Sofort. So, jetzt laufen wir das Geld hier noch ein bisschen voll. Kaum ist der eine Pirat weg, kommt schon der nächste. Kommen da noch mehr, oder? Warte mal, ich kenne dich doch. Tatsächlich? Klar, ich hab dir doch eine Zeit lang rumbesorgt. Und, wie ist es dir ergangen? Sie haben dich gefeuert, habe ich gehört. Genau. Was glaubst du, wie es mir ergangen ist? Oh Mann, alles klar. Wenn ich helfen kann, lass es mich wissen. Wo ist der Hohe Rat? Immer geradeaus. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass man dich dort empfängt. Das lass mal meine Sorge sein. Wo wohnt Maurigato? Über die Brücke, im ersten Haus auf der linken Seite. So, okay. Jetzt fällt mir gerade was ein. Wir wollten doch schon die ganze Zeit mal, na ich, nicht wir, diesen roten Mantel anprobieren. Aha. Naja, wie sieht denn aus? Naja. Naja. Das sieht irgendwie ein bisschen dreckig aus, oder? Man sieht nicht schlecht aus, kann man jetzt nicht sagen, okay. Aber irgendwie sieht das Ding edel aus, hä? Wo war da jetzt der Unterschied? Körper. Ja, da bringt natürlich einiges mehr an Eigenschaften mit. Dingfest, kugelsicher. Ja gut, ach Kacke, komm, ich behalte das Ding an. Rotmantel. Ohne die Magier wäre es nie so weit gekommen. So. Der Hohe Rat hat richtig gehandelt, als er sie aus Caldera verbannt hat. Aber die Kristallfestung wird uns nicht ewig schützen. Es hat... Er kennt ja das Das Spiel. Wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz anders. Zuerst sprechen wir mal mit dem Kollegen hier. Tritt näher. Ich besitze Waren aus aller Welt, Piratensäbel, Früchte aus Arborea, Papageien aus Takarigua. Was kann ich dir anbieten? Schon wieder ein Zwillingsbruder von Dings hier. So, mal fragen, wie das Geschäft läuft. Wie läuft das Geschäft? Ach, die meisten Leute wollen nur den Zucker aus Takarigua. Und darauf hat Maurigato das Monopol. Ha! Und das nur, weil er im Hohen Rat sitzt. So. Erzähl mir mehr über Maurigato. Er hat sogar einen Pirat in unsere Stadt gelassen. Kannst du dir das vorstellen? Ist ja unglaublich, ein Pirat. Ein fieser Kerl. Nicht so einer wie du. Du bist ehrenvoll. Das habe ich sofort gesehen. Ehrenvoll also? Das liegt wohl an mir. Natürlich. Seid ihr ebenfalls ehrenvoll und außerdem sehr hübsch. Wir können uns später lauter nette Dinge sagen. Jetzt brauchen wir Informationen. Maurigato hat Garcia ins Haus des Hohen Rates gebracht. Und er hat sogar im Hotel gewohnt. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann zusehen, wo ich die Nächte verbringe, aber ihm spendieren sie ein weiches Bett. So, na gut, begutachten wir mal den Waren und merken uns mal den letzten Satz, den er gesagt hat. So, Kapitän, Säbel, Rapier. Ja, alles Schrott, was ich von dem haben will, ist nämlich die Schnupftabakdose, Diebeskunst plus 10. So. Den Rest kannst du behalten, das ist alles Schrott. Was? Pirat? Ach ja, alles Schrott. So, und verkaufen tun wir auch ein bisschen was. Und zwar haben wir doch wieder einen Krummsäbel. Was haben wir hier? Nee, halt, das behalten wir noch. Roter Mantel, ja, der geht auch gleich weg. Lederhemd behalten wir. So, jetzt haben wir hier den Ohrring des Duellanten. Behalten wir. Schädelohrring, ach, den brauchen wir nicht. Piratenanhänger, den behalten wir mal noch. Ring der Täuschung, schmutzige Tricks, Silberzunge. Mhm. Ring des Diebes, na, den können wir weg. Ja. So, wir haben noch Ring der Gier angelegt. Müssen wir nur noch auswechseln. Rubinring. Die kann weg. Piraten, ja, gut, das behalten wir noch. Funkelnder Goldring. Wie viel? 10 Stück? Wie viel haben wir? 10 Stück davon? Das ist doch gut. Bringt 500 Ecken. So, okay, und dann fangen wir mal unten an. Hier hast du einen Silberpokal.
Da ist dein Laden dann nachher so richtig voll hier. So, und wir haben wieder 6000 Ecken. So. Das wird kein gutes Ende nehmen. Nein, Mann, sieht das ganz anders. Also ich will damit nichts zu tun haben. Das hat man. So, das Gelaber habe ich mir jetzt keine Lust anzuhören. Das heißt, wir fahren bald alle nach Arborea. Jetzt habe ich Ruhe hier langsam mal. So Leute, oh, der ist durch mich durchgelaufen, der Kollege. Nein, das sind das Versitten. So Leute, ich würde sagen, ich beende hier erstmal den Part. Ich hoffe, ihr hattet wieder bitte Spaß gehabt und sagt dann mal Tschüss und weg, euer Sheratan.